Kommando Sierra 3-5. Sie sind sicht. Das Schussfeld ist frei. Macht euch auf alles gefasst. Sie wissen, dass ihr da seid. Ich bin einfach nur der von Transformationsstation zu G. Was, what the fuck? Überprüfe es! Negativ! Ich gehe! Fucking Sniper! Nachrücken! Shit! Zum Teufel! Weg aufs Ziel! Da ist niemand! 12 Uhr! Hast du das gesehen? Feuerschutz! Reinstellen! Feuerschutz! Ja. Er hat einen Arm verloren. Mehr als nur das Glas. Verstanden. Sichtkontakt verloren. Ach, der ist da oben. Gib mir Deckung. Da liegt eine Power. Arme da hinten. Zu mir! Kapier! Hab ihn! Auf 3 Uhr! Oh Gott, komm schon raus! Oh, mit den Ärschen! Ich bin getroffen! Verflucht! Oh. Nähere mich! Auseinander! Okay. Ich muss ein scheiß Sniper loswerden. What the fuck, ist ja wieder einer. Ein beschissener Kopf. So. Hä, wieso? Oh, das ist Feuer oder was? Ja, die machen mich gerade richtig fertig. In Deckung gehen! Unterstützungsfeuer! Feuer aufrechterhalten! Scheiße! Alles okay? Sein beschissener Arm! Sein beschissener Kopf! Fuck, da ist ein Sniper irgendwo. Shit. Wow. Was war das denn? War das auch noch? Wer meinst du mit sie? Ich meine, es gibt nur eine. Ja, Gott verdammt! Ich bin getroffen! Und ich will es darauf mit mir das Gewehr da oben holen. Wo bist du hin? Hab dich jetzt! Ja, was kommt davon? Episch. Okay, was haben wir hier noch alles? Das habe ich schon mal gesehen. Okay. Ja, bin gleich bei auf Level 7. Und hier, was haben wir hier? Noch ein Sniper-Gewehr. Ist ja keine Munition, nehme ich doch lieber das wieder mit. Da. So, da diese Power Suit Armor. Einheit, wie die heißt. Power Armor, genau. Also, das gibt's glaube ich in Teil 2, glaube ich das auch schon. Fahre Systemdiagnose hoch.
Navigations- und Waffensysteme sind eingeschaltet. Sicherheitsprotokolle sind deaktiviert. Angriff auf alle feindlichen Ziele freigegeben. Aufstehen! Der Gestalt verbessert die Gesundheit geht sich schneller. Das ist nicht mehr sicher. Das ist eine sehr nützliche Fähigkeit. Fuck. Aha, ist überhitzt. Ah ja, da rechts steht die Wärmeanzeige. Oh, 500 Grad. Oh. Laser. Wo geht denn der hin? Wie schnell das abkühlt, man. Du musst ja voll mit Stickstoff oder so kühlen. So. Irgendwie sind diese Sequenzen besser im. Also nein, ich finde sie hier besser als im 4-2. Weil vielleicht ein anderer Zyklus ist. Der mich verfolgt was? Oder etwas ist einfach nicht nur hier in der Nähe? Ja, etwas ist. Peter Hummel ist hier. Schon wieder. Ich scheine hier irgendwie von einem alten Stil. Ich sollte ein Erbe der Götter hinterlassen. Ein Erbe der Götter? Wo war eigentlich dieses Haus? Ah, da! Stattdessen ist es ein Erbe der Monster. Sind das nicht wir beide, Paxton und Vettel? Geh weg! Scheiße! Ich bin gespannt, was diese ganzen Visionen sollen. Yeah, fucking Terminator. Geh weg da! Warte, ich muss dich mal mit Nahkampf. Bio. Gehen die Transformation, bla bla bla. So. Hier bin ich wohl richtig. Zielobjekt auf dem Weg zur Relaisstation. Verstanden! Alle Einheiten ziehen sich zurück! Lasst ihn durch! Wir kümmern uns um ihn! Wir haben ein feindliches Ziel gesichtet! Auf voraus! Achtung! Leistungsregeln beträgt den grünen Bereich. Spül ich empfehle sofortiges Abschalten und reagieren. Scheiße! Ich bin Deckung! Sind meine Aachen die plötzlich so viel Schaden? Mensch, ich hab doch einen Sniper. Achtung, Leistungspegel übersteigt den grünen Bereich.
Ich empfehle sofortiges Abschalten und einen Diagnosecheck. So. Oh, Reflexe sei Dank. Okay, ich brauche unbedingt Munition. Achtung! Leistungspegel übersteigt den Grundbereich. Ich empfehle sofortiges Abschalten und einen Diagnosecheck. Ich wurde getroffen! Oh! Fuck! Oh shit. Achtung! Shit. Das Blut einfach weg. Den grünen Bereich. Ich empfehle sofortiges Abschalten und einen Diagnosecheck. Der Sniper gefällt mir. Das Sniper. Die Sniper. Das Sniper. Ah, jetzt bin ich von der anderen Seite. Achtung! Leistungspegel übersteigt den grünen Bereich. Ja. Ich empfehle sofortiges Abschalten und einen Diagnosecheck. Machen wir gleich. Was ist das denn? Sieht das wie dieser Stealth Ninja aus dem ersten Teil. Und im zweiten Teil und im. Na, Protokoll vollständig. Fertigkeit von Luisa auf aller Kapazität. Was? Was ist denn das für eine? Da stand irgendwas von Phasenzauber. Also die Typen, die sich teleportieren können. Nicht ihn? Quickscope. Oh, no scope. Gott sei Dank, zum Glück heile ich mich schneller. Fuck, das ist der Akkuslad hingehen. Hart im Nehmen, 100 Schuss. Boah, plus 10.000. Ey, nehme ich nicht Freak, okay? Nerd ist okay, aber nicht Freak. Fucking two. Oh shit. Hat es gebracht? Oh. So eine Art Boss.
Tja. Legt ihn nicht mit Pointman an und Vettel, wo ich immer jetzt auch wieder steckt. Was war das für ein Ort eigentlich? So, ich muss vom Monte da runter. Oh yeah. In die Dunkelheit. Die Schlacht im Rathaus. Ja, das hier. Ich dachte, sie würde sich freuen, uns zu sehen. Naja, bei dir bin ich mir nicht sicher. Ich wusste, dass du nach mir suchen würdest, wenn du noch am Leben bist. Ich hab's versprochen. Wo zum Henker hast du gesteckt? Hier und da. Auch egal. Ich habe hier etwas, das ihr euch ansehen müsst. Eine grüne Karte? Sein Name ist Michael Beckett. What the fuck, Beckett? Offensichtlich hat er sich in Armacans Geheimprojekt verstrickt. Alma. Siehst du, Familie, wie ich es dir die ganze Zeit gesagt habe, Bruder. Beckett ist der Typ aus dem zweiten Teil, der man... Komplett durchgedreht. Habt ihr verstanden, armer Kerl? Sie ist verdammt nochmal schwanger! Ein fleischgewordener Geist. Wir müssen sofort handeln. Das darf nicht geschehen. Was darf nicht geschehen? Als ob sie über alles Bescheid wüsste. All diese paranormalen Anomalien sind wie, ich weiß nicht, wie Wehen. Wehen. Nach deren momentaner Stärke bleibt uns nicht. Aha. Seid ihr mit dabei? Ja. Ja. Sind wir, du hast heute diese Mission freigeschaltet. Naja, Becker war der Typ aus dem zweiten Teil, den man gespielt hat, und der wurde am Ende von 4-2 wurde er von Alma vergewaltigt auf diesem Stuhl. Und ja, deswegen, also sie ist schwanger von Beckett. Okay, cool. Ich mach Lieblingssohn. Vermutlich die beste Wertung, hoffe ich jetzt mal. Weil nein, ich glaube, es geht noch besser. Ich habe noch nie die Zielzeit geschafft, weil ich immer so voll langsam laufe, wenn es gruselig wird.